Ja, so kann man natürlich auch abbremsen. Das ist natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit. Wohin müssen wir das nach? Sparmarkt. Ach, 8 Tonnen, okay, weil ich wollte nämlich gerade mal gucken, wie schwer das Ganze ist. Dann geht's ja. Und am Sonntag muss es ankommen. Und jetzt haben wir Samstag. Okay, das sind wir noch vollkommen. Oh, im Soll. Jetzt wird das hier auch noch einspurig. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Ja, um 2 Uhr nachts ist natürlich nichts mehr los irgendwie. Vor allem an einem Samstag. Wer fährt da schon? Leute, die von irgendeiner wilden Party sausen nach Hause kommen oder so. Vielleicht. Oder die Freunde der UPS. We love Logistics. Ich weiß nicht, ist das wirklich der Werbespruch von UPS? We love Logistics? Also mit, na gut, wie gesagt, mit Werbesprüchen kenne ich mich jetzt auch nicht hundertprozentig aus. Was fällt mir da jetzt spontan ein? Werbespruch. Von der Bahn. Die Bahn macht mobil. Ja. Wobei ich will natürlich nicht immer so viel Schleichwerbung machen, aber für die Deutsche Bahn kann man ruhig Werbung machen. So, dann überholen wir mal die UPS. Ah. Aber da war eben gerade auch eine Unlogik. Wir sind hier auf der rechten Seite rausgekommen. Wie kann der Tunnel, der auf der anderen Seite, mussten wir, als es einspurig wurde, als nur ein Tunnel befahrbar war, sind wir den linken gefahren. Und wir sind aus den rechten rausgekommen. Das ist aber ein bisschen unlogisch. Ich weiß nicht, entweder. Hey, entweder es ging nicht anders umzusetzen oder da ist eine Unlogigkeit bei. Das weweiß ich nicht. Aber nehmen wir mal, das ist ja auch die normale Standard-Map, wo wir jetzt gerade drauf fahren. So, 1% Schaden momentan nur am LKW. Aber das ist der Reifenverschleiß. Die Reifen, die müssen echt gelitten haben ohne Ende hier. In diesem ganzen LP. Was die. Wie die sich abnutzen, die nutzen sich so ab wie ein Formel-1-Rennwagen. Ja, wir müssen auch bald nach Deutschland reinkommen. Und dann geht es natürlich von ganz unten in den hohen Norden. Fahren, glaube ich, an Kassel auch vorbei. So, wir müssen hier dann Richtung Stuttgart, Zürich, Stuttgart. Das passt dann auch.
Ja, und ja, ich bin auch sehr froh, dass es dann doch jetzt langsam, langsam dann doch wieder mit dem LPR nach aufwärts geht. 105 Abonnenten momentan. Aktueller Stand. Vielen, vielen Dank. Ja, natürlich immer wieder gerne. Würde ich mich natürlich freuen über weitere Abonnenten, Empfehlungen etc. pp. Ja, also wie gesagt, immer gerne weitersagen. Ja, da macht jemand sehr gutes LP zu Old Wax Simulator 2 auf der Truxamap. Wohlgemerkt. Auf diesem Add-on kann man nicht sagen. Free D DLC. So kann man sagen, auf dem Free DLC. Das kann man schon mal eher sagen. Das ist ja kostenlos, kann sich jeder herunterziehen. Und DLC ist natürlich. Aber natürlich kein offizielles. Weil das Einzige, was es bisher offiziell gab, war ja das Going East Ding da. Also ob es da noch irgendwas in der Richtung gibt. Lassen wir uns mal überraschen. Ja, das Einzige, was man jetzt machen könnte, wäre halt, wie gesagt, ein Multiplayer. Das wäre nicht schlecht, aber wie gesagt, ein Multiplayer ist sehr schlecht umzusetzen. Das ist eben das große Problem an der Sache. So, wir fahren jetzt hier erstmal an Zürich vorbei. Weil so ein Multiplayer, das hätte was. So, gemeinsam mit mehreren fahren, eine Firma gründen und dann geht's ab durch Europa. Das wäre schon wirklich sehr schön. So, hier geht's auf jeden Fall jetzt ab Richtung Stuttgart auf der A4. Hoppala. Na, 4 Stunden, 4,5 noch, ja. Muss man gleich sehen, da vorne baut sich dann gleich die Autobahn auf. Genau, ab hier. Und dann auf geht's. Ist das da vorne schon der Grenzübergang oder ist das nur wieder eine Dings, so ein Übernachtungsplatz? Ich weiß gar nicht. Ah, das ist doch Grenzübergang, ist das, ja. So, dann sind wir jetzt hier am Grenzübergang Schweiz-Deutschland. Damit sind wir jetzt hier in Baden-Württemberg angekommen und haben hier ein bisschen Werbung für den Bodensee. Wunderschön war ich, wie gesagt, auch schon mal. Sehr zu empfehlen, ich war in Lindau. Es war damals eine Klassenfahrt, die ich allerdings nicht so gut in Erinnerung behalten werde. Allgemein, was Klassenfahrten angeht, also außer die allerletzte von 2002. Zugbuchungsmesse nach Mannheim ging, wobei wir in Heidelberg übernachtet haben. Wohlgemerkt, das war wirklich wunderschön. Das war eine richtige Klassenfahrt, wie es gehört hat. Und eben nicht, was ich bisher mal erlebt habe. Das war echt nicht zum Aushalten. So, einmal über diese Brücke. Fliege macht dich bloß weg. Dich kann ich jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Nächste Brücke. Die haben so jetzt Namen hier, das ist auch interessant. Hat man scheinbar auch hinzugefügt. Konnte man natürlich jetzt nicht genau erkennen.
Ich weiß auch nicht, warum diese verdammten Fliegen auch immer bei mir sich rumtarnen müssen. Ich habe hier eh einen sehr großen Raum. Da können die machen, was sie wollen, aber nicht bei mir. Also wie gesagt, ich halte keine Fliegen. Gott sei Dank nicht, dass so nicht, dass so etwas jetzt rauskommt, weil ich das so irgendwie schon fast betont habe. Nein, nein, so ist das nicht. So. Sind die nächste ab? Mich hier Richtung Köln, Frankfurt, Mannheim. So, und hier haben wir auch mal ein Schild. Was haben wir denn da? Oh, Kassel, 357 Kilometer aus. Sehr schön. Wollen wir zwar offiziell hier nicht hin, aber gut zu wissen, wie weit es bis nach Kassel ist. Auf jeden Fall, ja.